Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rayman. Ich bin Marco und wir machen weiter, wo wir aufgehört haben. Die Gipfel von die Gipfel von Mr. Stone haben wir, glaube ich, schon hinter uns gebracht. Bleistift und Radiergummi. Wir landen jetzt im Land der Bilder und deshalb heißt das Ganze auch Land, weil man dort landet. Und Musik, bitte. Sag mir, was du funktioniert. Da ist Leben. Da ist ein Leben. Ich sehe doch da etwas Rotes schimmern. Das Land der Bilder ist für mich persönlich... Oh! Nach den blauen Bergen, die ich nicht so toll fand. Danke, Leben. Nochmal so ein richtiger Höhepunkt im Spiel. Aber wir müssen erstmal dieses... Ich weiß gar nicht, was das da... Ich nehme auf, cool. Ich weiß gar nicht, was das da steht. Ich habe den Sound nicht richtig. Wir sehen... Nee, ich zieh's jetzt durch. Ich weiß gar nicht, was das darstellen soll. Stimmt, wir können auch laufen. Das habe ich ganz vergessen. Wir können laufen, macht uns die Sache ein bisschen schneller. Ich weiß, dass da unten noch was lag, aber das war es jetzt nicht wirklich wert. Verdammt. Nein. Ich muss... Oh Gott. Hi, Leute. Hi, Leute. Okay. Okay, gut, danke. Die Superfaust bitte einmal. Das S da dran steht für super. Das ist so benzinmäßig. Und, oh nein! Nein! Ein Käfig. Wir haben diesen Weg gerade zurückgelegt für einen Käfig. Ich muss dazu auch sagen, das ist so der Bereich, in dem dann meine Erinnerung langsam nachlässt. Ihr kennt das, manchen Leuten passiert es erst mit 60, mir passiert es meistens so ab der Mitte eines Spiels. Und, da oben! Puh! Oh, ich hätte euch töten sollen, wa? Könntest du aufhören? Gegen... Oh nein! Ich muss gerade nachdenken, ob das Lied das dauernd kurz anspielt. Egal. So, gut. Ja, wir finden jetzt heraus, dass der ganze Weg hier eigentlich futil war und nur für so einen verdammten Käfig. So, okay. Das ging jetzt noch. Oh nein! Nein! Oh! Oh! Buga. So, auf den rosanen Bleistift. Man sagt, Leute, die auf den rosanen Bleistift gehen, sind schwul. Das stimmt nicht. Rayman ist nicht schwul. Hör doch, Jeff. Rayman ist nicht schwul. Oh Gott. Was? Oh. Ja, gut. Hi, Leute. Ihr dürft euch ruhig rüber bewegen. Beweget euch doch rüber. Laut. Ravekta, hast du nicht gehört? Ravekta, habe ich gesagt. Wenn ich Ravekta sage, dann meine ich das da. Auch. Oh. Wir sehen uns. Ich glaube, das hier werden so 2-3 Folgen, in denen ich nur mit beschäftigt bin. Hier ein paar. Es ist mir langsamiger. Ach so, ich kann ja auch einfach... Ja, nee, so geht das hier nicht. Jetzt muss ich euch natürlich in den Tod schicken. So. Dazwischen speichern. Ist auch so der Moment, in dem dann der Schwierigkeitsgrad nochmal ein bisschen hochgezogen wird. Hier ist das jetzt noch nicht so bemerkbar, aber gleich geht's ab, ich sag's euch. Da gibt's dann ein paar Stellen, an denen man gerne mal so ein paar 100 Leben verliert. Aber ich habe ja 13, also ist auch so eine schöne Glückszahl, insofern kann mir da gar nichts passieren. Moment mal. Da funkelt und glitzert es. Habt ihr das gesehen? Kann ich denn, wenn ich... Warum gehe ich eigentlich diese extra Wege hier? Ich komme nicht auf den Radierer. Ist auch egal. Nee, dann nicht. Da. Bling. Nächstes Level. Ich liebe die Musik. Wenn du nicht durchspielst, dann töte ich deine Putzfrau. Können wir hier oben durch? Wäre jetzt nur so eine eigentlich relativ gute Idee. Es tut mir fast schon im Herzen weh,
über dieses Liedstück drüber zu sprechen, um ehrlich zu sein. Aber ich muss es tun. Das hier ist wahrscheinlich nur wieder so eine Käfigsache. Nee, vergiss es. Ich will hier nur so schnell wie möglich durchhuschen. Oh Gott! Denn die Sache ist ja... Ah ne, ich habe euch das schon erklärt, dass was mit den Käfigen passiert, die man eingesammelt hat, wenn man via Passwort speichert. Hi! Ja, ihr fragt euch sicher, was sind das für eigenartige Kreaturen? Um ganz ehrlich zu sein, frage ich es mich auch. Also, mich erinnert so ein bisschen an Lehrer. Nein, an Dinge, die von sich aus keinen Sinn Lehrer. Aber was die Entwickler damit darstellen wollten, man weiß es nicht. Wir haben das zweite Level geschafft. Nein, den zweiten Abschnitt. Auch hier wieder schönes Musikstück im Hintergrund. Und schöner Hintergrund im Hintergrund ebenfalls. Und das ist doch... Ne, die wollen... Die meinen das nicht ernst. Dass die da so rumhüpfen. Oh. Okay, das hier ist... So ein Geschicklichkeitsspiel, das ich von sich aus eigentlich ziemlich hasse. Oh Gott, ich hab's geschafft. Es hat mich nicht geschafft. Allein das ist schon gut genug. Ja, ich weiß, da steht ein Leben und ihr hasst mich jetzt und wollt mich abknallen, aber... ist mir gerade ein bisschen zu riskant. Mir ist da zu riskant, hörst du nicht zu. So. Oh. Was ist mit meiner Stimme los? Nein, nicht. So, Bleistift, geh aus dem... Ich hasse Bleistifte, an denen Radierer unten dran sind. Ist nämlich dann richtig scheiße, wenn man mit der falschen Seite schreibt und es auf Seite 6 erst merkt. Auf Blatt 6. Seite 12. Je nachdem, was ihr für Blätter benutzt. Wer dreiseitige Blätter benutzt, der hat es dann natürlich noch schlimmer. Einseitige Blätter habe ich wiederum noch nicht gesehen. Nur einseitige Texte auf zweiseitigen Blättern. Oh. Vielleicht sollte ich hingucken, während ich spiele. Wäre jetzt nur so eine Idee, aber sie könnte revolutionär sein. Gut, ein Level verloren. Nein, ein Leben verloren. Wir haben noch 12, also noch kein Grund, sich aufzuregen oder aufgeregt zu werden. Ja, das hier kennen wir auch alles schon. Ich möchte gern darunter. So, dir in die Fresse. Dir in die Fresse. Dir nicht in die Fresse, aber jetzt in die Fresse. So. Ich weiß, ich habe mal gesagt, die blauen Dinger sind süß, aber ich meinte es nicht so. Ihr macht das mit Absicht, oder? Ich habe das Gefühl, die Entwickler hatten irgendwie geplant, dass ich an diesen Stellen sterben könnte. Hey Jacques, stell dir mal vor, in 15 Jahren könnte hierzu jemand ein Let's Play machen. So, da hoch. Da hoch. Ist von Ubisoft, deshalb gerade der französische Akzent und nicht der typische englische. Ihr habt auch so ein paar Probleme mit euren Augen, oder? Ich finde es ja echt fies, dass Ubisoft hier ein Bilder des Entwicklerteams einfach reingeschnitten hat, ohne nach dem Datenschutz zu fragen. Abgesehen davon... Nein. Und um Umweltschutz bezüglich des Öles schert man sich hier auch nicht wirklich. Soll das Tinte sein? Soll das Öl darstellen? Man kann es nicht wirklich sagen. Ich kann ja jetzt nicht dran lecken. Ich könnte jetzt an meinem Monitor lecken, aber das will ich nicht. Denn sonst renne ich gegen Bleistifte. Immer wenn ich an irgendetwas lecke, renne ich gegen Bleistifte. Und ich meinte damit Essen. Nicht mit den Bleistiften, aber mit dem Geleckten. So könntest... Oh nein! Ich meinte damit keine Boote. Das wäre ja relativ negativ zu betrachten. So, Blitz. Potzblitz würdest du aufhören. Immer dieser Zeus. Okay.
Ja, ich weiß. Ich habe nicht genug Tinks. Hier kann mir eigentlich nichts passieren. Er soll einmal getroffen werden und ich bin tot. Oh. Was? Was hätte ich da machen sollen? Ich hätte wahrscheinlich klein sein sollen. Die Musik ist gerade richtig beruhigend. Und davon abgesehen, ich variiere es, keine Sorge. Manchmal sage ich abgesehen davon, manchmal sage ich davon abgesehen. Abgesehen davon müssen wir hier klein sein. Aber das hätte eben echt keiner vorhersehen können. Woher hätte ich denn wissen sollen, dass ich dann da in eine Todesfalle gerate? Das ist voll gemein und so. Gut. Bring rüber. Die Musik ändert sich noch. Das hier ist jetzt nur ein Liedstück, das in diesen frühen Leveln immer gespielt wird. Die coolen Tracks kommen meistens bei den Welten eher so erst ab der Mitte. Huga! Es ist... Das ist auch so eine der wenigen Kritiken, die ich am Spiel habe. Ist recht dumm, die Taste fürs Laufen, die man gedrückt halten muss, auf Kreis zu legen, wenn man auf Viereck schlagen hat und auf X springen hat. L-Taste vielleicht wäre sinnvoller gewesen. Aber es ist auch irgendwie meine Schuld, denn man kann das ja verstellen im Menü. Ich habe es jetzt nur nicht getan. Wobei ich gar nicht weiß, ob man es auch auf die L-Tasten legen kann, aber ich denke schon. So. Ganz ruhig. Hier, explodiert bitte. Explodiert was? Ihr wisst, wie ich das meinte. Ich meinte es nicht wörtlich. Ich hätte es wörtlich meinen können, aber ich meinte es nicht wörtlich. So. Oh ja, das war fair. Das war absolut fair. Kann man die Teile da eigentlich töten? Ich meine, ich habe jetzt noch keinen davon getötet. Ja, dem konnte ich jetzt auch ausweichen. Ich danke euch für eure Fairness. Was ist da? Ah, okay, das hier ist sowas wie ein Endkampf, aber nicht der Endkampf der Welt, sondern ein früherer Endkampf. Wie funktionierte der nochmal? Leute, sagt mir doch, wie der funktionierte. Ich glaube, der war schon richtig fies. Den kann man nur ausweichen, okay? Und dir muss ich einer... Von dir muss ich mich treffen lassen. Und wenn ich dann tot bin, kann ich als Geist zurückkehren. Und ja, ich glaube, so irgendwie war das. Ich mag diesen Vorhang. Ich will auch so einen Vorhang. Näht mir so einen Vorhang. Und schickt ihn mir. Und weil ihr meine Adresse nicht kennt, schickt ihn einfach an jeden. Oh. So, ich denke mal, ich muss dich verletzen. Genau. Das ist die Sinn von das Ganze. Ja, genau. Mach einfach hier, bumm. So, danke dafür. Jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, was mache ich gegen dich? Oh! Ja klar, werf einfach mal das ganze TNT der Welt hier rum. Bomben meine ich. Das ist so der Erfinder von den Creepern. Oh ja. Tut mir leid, Leute, aber ich weiß gerade nicht, wie ich dem siegen soll. Denn, wenn ich da... Okay, er geht raus. Er kommt raus. Okay, ganz ruhig. Bams! Und los. Was war das? Es prallt am Bildrand ab. Ah. Ah, herrje. Da hinten die einsame Insel. Da würde ich jetzt gerne einfach drauf gehen und irgendjemandem zuschauen, der so ein LP hier macht. So. Danke, Leute.
Jetzt hau ich dir so bumm und dann machst du Bams und ich mach Gigi. Und dann feiern wir. Und du wirst Alkoholiker, weil du den Alkohol nicht vertragen konntest. Ich meine den geringen Mengen, in denen ich ihn zur Verfügung hatte. Und dann gehst du hin und in deinem Rausch produzierst du ein Spiel. Ich mach dann ein LP davon und sag, hier, ich befreie hier die Käfige und Elektrons und so. Danke. Es war eigentlich gar nicht so schwer. Ja, jetzt kommt der Endgegner. Nachdem wir... Oh ja. Warte, war damit nicht was zu tun? Ja, genau. Die helfen uns, verleiten uns dazu. Oh ja. Zu schweben, zu fliegen. Wodurch wir dich besser treffen können. Ah ja, sie schießt übrigens gerade, falls jemand nicht drauf geachtet haben sollte. Sie schießt gerade Schwerter aus einem Nudelholz. Weißt du, das heißt nicht Nudelholz. Ey, wie heißt dieses Teil? Egal, sie schießt Schwerter draus. Ist schon schlimm genug, oder? Da muss jetzt echt nicht noch was dazukommen. Okay, danke. Das heißt die Space Mama. Warum sie Space Mama heißt, erfahrt ihr später. Oh ja, du gehst jetzt in diese Richtung. Und du gehst jetzt, wie ihr seht, ist es schon verdammt hilfreich, dass wir hier rennen können. Okay, was macht ihr? Alles klar. Was auch immer das jetzt für ein Geräusch war. Oh nein. 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 7 Leben. Denkt ihr, ich schaffe es? Ach, ich meine, ich hatte am Anfang 12, ne? Nur um das zu erwähnen, ich hatte am Anfang 12. Und jetzt dürfen wir erstmal den Endkampf vor dem Endkampf, vor dem eigentlichen Endkampf machen. So, das hier ist jetzt eigentlich ganz einfach. Wir müssen eigentlich nur hier rumhauen. So, aus irgendeinem Grund werdet ihr in dem Moment, in dem ihr attackiert, unsterblich. Ist nicht ganz das, was ich unter Fairness verstehe, so vom Begrifflichen her. Aber, mir war vorher übrigens... Ja, natürlich, ich werde verletzt, weil ich an den Korb komme. Sag mal, spinnt ihr? Was habt ihr getrunken? Oh, es war kein Apfelsaft. Sie haben keinen Apfelsaft getrunken, Leute. Ich denke, ihr wisst, was das heißt. Dieser Endkampf... Mir fällt gerade auf, wie unglaublich leicht das ist. So, du kommst jetzt erst mit deinen Schwertern. Während du auf dem Boden... Ja, natürlich. Während du auf dem Boden stehst, bist du natürlich unverwundbar, wie wir das alle sind. Wir sind nur verwundbar, während wir fliegen. So, jetzt kommt diese Schwerter, die von der Luft aus umherwirbeln. Schön. Das geht. Das Schlimme ist, dass die kein System haben. Oder sich zumindest... Oder zumindest sehr viele unterschiedliche Systeme haben. So. Wie man denen so schnell ausweichen will, normalerweise, wenn man nicht wegläuft, bleibt mir ein Rätsel. Okay. Schön. Jetzt kommen wieder Luftschwerter, oder? Danke. Du machst das. Du machst Kabukabuta. Aus irgendeinem Grund geht der jetzt nach unten. So kann ich sie eigentlich dazu bringen, dass sie alle nach unten gehen. Das ist relativ cool. Abgesehen davon, wenn wir weit weg sind, haben wir mehr Zeit zu reagieren, die wir gar nicht gebraucht hätten. So, okay. Das wird jetzt so... Komisch übrigens, die Schwerter prallen am Bildrande nicht ab. Die Bomben tun es dann wiederum. Oh mein Gott. Hi Leute. Was genau habt ihr vor? Okay. War ja noch relativ menschlich. Nicht menschlich im Sinne dessen, dass sich Menschen auch in der Luft drehen würden und dann in irgendeine zufallsgenerierte Richtung fliegen würden. Aber menschlich im Sinne von nett. So. Bist du hoho. So. Ganz... Oh ja. Sie tun das wieder.
Hoffentlich halten sie sich ans Schema. Haltet euch ans Schema, Leute. Zwei und zwei zusammen. Nee, getrennt, weißt du. Jetzt die Bodenschwerter, bitte. Nee, nicht die Bodenschwerter. Ich meinte die, auf die ich dann draufspringen kann, weil sie nicht durch den Boden fliegen. Wie die anderen, die aus irgendeinem Grund durch den Boden fliegen. Gib das Spiel mal einem Physiker. Der knallt sich ab. Schön ist, man kann hier auch noch sterben, während sozusagen die Credits schon angerollt kommen. Man kann praktisch von den anrollenden Credits überfahren werden. Bildlich gesprochen. Wir sind ja im Land der Bilder, da spricht man bildlich. Das ist eine Sprache. Fünfkampf der Stifte. um allem Übel entgegenzutreten. Okay, das reicht schon. Gut, Fünfkampf der Stifte. Probieren wir es. Machen wir einen Fünfkampf der Stifte. Es hört sich leicht schwul an, um ehrlich zu sein. Ich liebe es. Du bist... Wohin führst du mich? Schön auch, dass jetzt hier relativ entspannt ist, abgesehen von den Tigern da, die uns aufspießen möchten. Und uns die Gedärme rausziehen möchten, einzeln, um sie dann als Mandala zu verkaufen in Vorschulen. Was ist denn das? Ich hätte wahrscheinlich einfach nur hängen bleiben müssen. Einfach nur gechillt abhängen. Okay, ich merke es mir für den Rest meines Lebens. So lebt es sich am leichtesten. Merkt ihr, worauf ich eben anspielte, als ich sagte, merken wir uns besser, schauen wir uns besser erst nach, das Idee, als ich das sagte, ihr wisst jetzt, was ich damit meinte. Ja, wir haben ja noch vier Leben. Wir haben ja noch drei Leben. Entschuldigung, ich muss mich gerade konzentrieren. Es ist besser für euer aller Leben, glaubt es mir. Ne, eigentlich ist es besser für Raymonds Leben. Für Raymonds 3 Leben. Er ist nämlich eine 3/7 Katze. Deshalb hat er nicht 7 Leben, sondern 3. Ich weiß, ich habe mir gerade extrem leicht gemacht, mathematisch. Okay, abgesehen davon, ja. Bitte, es ist mir egal. Es ist mir egal. Es hat keinerlei Relevanz. Anymore. So. Würdest du? Geh bitte an die Wand. Stell dich an die Wand. Du warst unartig. Ja, natürlich. Von hinten sahst du kurz aus wie einer dieser Fotografen. Du warst kein Fotograf. Wenn Leute mit einer Waffe, mit einem Revolver auf euch zielen, wollen sie kein Foto von euch machen. Glaubt es mir. Oh, nein. Okay, dann nicht. Will der uns da einfach in die Schussbahn drängen? Muss ich den tieferen Sinn dessen verstehen? Ja, natürlich. Langsam dämmert's mir. So, um ganz ehrlich zu sein, ich werde keine Safe State. Vergesst es. Lieber Burrito, vergiss es. Ich werde es nicht tun. Bin ich gerade vom Boden abgesprungen? Vom Nicht-Existenten? Es kann sein, dass es eine optische Täuschung war. Ich habe nämlich auch kurz nicht hingeguckt, aber aus dem Augenwinkel sah ich dort Unvermessenes. Oh! Oh, skandalös. Ja, ich habe das Gefühl, dass ich hier nicht ganz... Ich meine, was soll ich tun?
Ah, natürlich. Okay. Ich verstehe. Zwei Leben. Nein. 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 Warte, wenn ich alle von den Tings einsammle? Das ist jetzt... Ey, das wäre so richtig assi. Wisst ihr? Aber ich schätze, ist es wirklich so, dass ich mich jetzt nur noch töten lassen kann. Denn da unten komme ich nicht mehr durch. Gerade kurz Pause. Ja, okay. Töte mich. Das ist doch... Man kann dieses Leben nur so kriegen. Und wenn man es dann hat, stirbt man. Ich meine, ist das Humor? Ja, irgendwie schon. Aber ein ziemlich gemeiner. Ihr seid voll die bösen Buben. So. Und hoch hier. La, la, la. Schieß, schieß. Oh ja, stimmt, dich gibt's ja auch noch. So, seid ihr eigentlich total übergeschnappt hier. So, ich würde sagen, wir... Ja, genau. Nein, wir... Ja, genau. Wir bewegen dieses Teil dorthin. Und hoch. Danke. Jetzt kommen hier drei Affen. Die Szene kann man nicht vergessen. Und gleich kommt da eine Stelle, an der ich eigentlich schon... Ich könnte eigentlich jetzt schon aufhören mit dieser Aufnahme. Denn ich weiß, dass ich gleich sterben werde. Stell dir mal vor, ich hätte jetzt nur einen Lebenspunkt gehabt statt drei. Das wäre richtig scheiße gewesen. Zum Glück sind wir auf diesen roten Punkt da gekommen. Wofür steht denn der rote Punkt? Für gelbes Plastik? Ja, gut, Radierer, sei abwesend. Ich habe damit echt kein Problem. Leute, ganz ehrlich. Es wird eng. Es wird ein bisschen eng. Ihr seht das gerade nicht, aber mir laufen die Schweißperlen und die Angsttränen praktisch schon die Stirn runter. Und fragt euch nicht, warum ich Tränen aus der Stirn laufen hab. Altes Familiengeheimnis. Was zur Hölle. Ich habe sprechende Augenbrauen. Nein. Okay. Nein. So. Ho! Was zur Hölle? Muss echt scheiße sein, mit dem Nachnamen Hölle zu haben. Es muss noch scheißer sein, mit dem Vornamen Wastor zu heißen. Ja, nein. Entschuldigung? Hätte ich denn wissen können, dass ich durch einen einfachen Sprung mal eben einen anderen Kontinent erreiche? Okay, ganz ehrlich, ich bin gerade ein bisschen angepisst und dieser letzte Versuch hier ist eine Farce. Es ist eigentlich eine... Ja. Sprich mich nicht an, Raymond. Sprich nicht... Nee, ich bin enttäuscht. Ich bin richtig enttäuscht. Ja, bitte kotz dich aus. Fall tot um. Du hast es dir verdient. Ja. Das war dann diese etwas kürzere Folge von Rayman. Und ihr verlangt jetzt nicht wirklich von mir, dass ich dieses Level nochmal probiere. Ich bin gerade leicht am Verzweifeln. Ich denke, ich werde offscreen jetzt einfach noch mehr Leben sammeln müssen. Letztendlich. Schön ist, dass das Passwort eingegeben bleibt. Und wir sehen uns später wieder.